Wann, kurze Übersicht, was erwartet Sie in den in den nächsten 30 Minuten circa? Wer oder was ist OneCoin? Was ist das Geschäftsfeld der Firma? Wir werden auch Vergleiche anstellen mit Bitcoin. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht eher noch was. Verdienstmöglichkeiten mit OneCoin und die Chancen und Möglichkeiten. Okay, gucken wir uns zunächst das Unternehmen an. Das Unternehmen selbst ist also das schnellstwachsende Unternehmen der Welt. Aktuell im Network Marketing es starten am Tag circa 2000 Partner aus jetzt schon über 183 Ländern. Gestartet ist OneCoin letztes Jahr am 4. September und ist schuldenfrei das Unternehmen. In Deutschland selbst begann das Mining am 20.01. und die vertriebliche Unterstützung dann ab April diesen Jahres. Das Unternehmen hat die am schnellsten wachsende Kryptowährung der Welt. Mag Ihnen jetzt vielleicht noch nicht sehr viel sagen, aber da kommen wir im Laufe der Geschäftspräsentation natürlich, gehen wir da noch näher drauf ein. Die Gründerin von OneCoin ist die Frau Dr. Ruja Ignatova. Auch das eine sehr interessante Frau. Das ist die Gründerin und CEO, also der Chief Executive Officer, also die Vorstandsvorsitzende von OneCoin. Die war auch schon auf der Titelseite im Forbes Magazine und wurde auch schon zur Businesswoman of the Year gewählt. Also eine ganz agile Geschäftsfrau, die da im Hintergrund agiert. Bisschen was zur Frau Ignatova, vielleicht für Sie zur Information noch. Die hat Abschlüsse gemacht in der Oxford University und auch hier in Deutschland in Konstanz im Bereich der Rechtswissenschaften und der Wirtschaftswissenschaften. War dann langjährig tätig bei McKinsey, kennen Sie vielleicht, das ist eine große Beratungsfirma, die die Firmen unterstützt, was verbesserungswürdig ist. Und hat auch im Laufe dieser Tätigkeit schon also diverse Kryptowährungsfirmen auch unter die Lupe genommen, hat sich auf diesem Wege dann auch entsprechendes Fachwissen natürlich angeeignet und dahinter geblickt über die ganzen Strukturen dieser Gesellschaften und ist letztendlich zu dem Entschluss gekommen, ein ganz eigenes Kryptowährungsunternehmen auf die Beine zu stellen, eben mit OneCoin. Und also wie gesagt, eine ganz agile Geschäftsfrau im Hintergrund. Okay, ich denke, es ist auch immer erwähnenswert. Also die großen Firmen sind natürlich einige, die sich sozial engagieren, aber wir denken, das ist eine ganz wichtige Sache. Auch bei der Firma OneCoin gibt es die sogenannte One World Foundation, die benachteiligte Kinder entsprechend unterstützt. So, was ist ein OneCoin? Was ist das überhaupt? Ein OneCoin ist eine neue Art Kryptowährung, also eine digital erzeugte Währung, die auf mathematischen Algorithmen basiert. Das sind mathematische Rechenvorgänge. Das erkläre ich Ihnen im Laufe der Präsentation auch noch mal etwas näher. Die Firma OneCoin ist also die konsequente Weiterentwicklung der Erfolgsstory Bitcoin. Also das ist keine Kopie, wie viele vielleicht vermuten sollen, sondern die tatsächlich konsequente Weiterentwicklung. Ist ja auch klar, Bitcoin, das war schon aus dem Jahre 2008, 2009, ja, als sie an den Start gingen. Und im Laufe von 6 Jahren, also gerade in der digitalen Welt, sind es ja quasi schon Jahrhunderte, ja, umgerechnet, ja, was da natürlich an Fortschritt passiert ist. Und es findet sich halt in dem neuen Konzept bei OneCoin, schlägt es nieder, ja. OneCoin kann inzwischen gehandelt, also frei gekauft und verkauft werden, ist ja auch ganz wichtig. Und OneCoin ist hochprofitabel, einfach, legal und hat ein faires Vergütungsprogramm. Auch das werden Sie noch näher kennenlernen. Das Geschäftsfeld selbst, was ist klar? Das Geschäftsfeld selbst ist die Kryptowährung. Kryptowährung, haben wir vorhin schon kurz gesagt, basiert auf den Algorithmen und sogenannter Kryptographie, also das sind die Verschlüsselungstechniken dieser Rechenwege, die das Ganze entsprechend absichern, ist also eine digital erzeugte Währung, die von den Mitgliedern selbst erschaffen wird. Das ist eine Kryptowährung.
Und die Vorteile einer Kryptowährung liegen natürlich im Zuge der Zeit auf der Hand. Es besteht kein Einfluss von Staat, Bank und Wirtschaft. Es ist unabhängig von Wirtschaftskrisen, Inflation und Deflation. Ist ein absolut schneller Zahlungsverkehr, weil eben halt alles online abgewickelt wird. Simple Aufbewahrung, alles virtuell. Also wenn sobald ein PC da ist, ein Tablet, Smartphone und eine Internetverbindung, dann kann das natürlich genutzt werden, ja, und wir haben auch keine geografische Beschränkung. Das heißt, das Ganze ist weltweit anwendbar und umsetzbar. Wo Chancen sind, gibt es auch Risiken. Auch da muss man natürlich kurz drüber sprechen. Das Ganze ist natürlich abhängig von Angebot und Nachfrage, wo es um Kurse geht. Ja. Da kann es auch entsprechende Kursschwankungen geben. Und letztendlich noch das Thema Sicherheit. Da, klar, natürlich, wenn es digital ist, da muss auch jeder selbst natürlich etwas Verantwortung übernehmen. Und das kann man auch durchaus, indem man halt ein sicheres Passwort vergibt und nicht einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, und auch für entsprechende Backups sorgt. Ja, und dann passiert da auch wenig. Ja. Aber es gibt halt Menschen, die da sehr fahrlässig mit umgehen. Ja, und dann ist es natürlich auch leichter angreifbar, so ein Konto, wenn das halt digital geführt wird. Also. Aber da kann man halt, wie gesagt, selbst auch entsprechendes dafür tun. Ja. Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage. Also auch da sehen wir nachher noch, da ist schon was eingebaut in dem Konzept bei OneCoin, ja, dass also die Nachfrage halt eher steigt. Ja. Aber das schauen wir dann im Einzelnen noch. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten, also zum Vergleich OneCoin gegenüber Bitcoin. Ja. Wie gesagt, der eine oder andere, dem sagt es vielleicht noch was aus der Vergangenheit. Ja. Da ist ja auch ein Riesenhype entstanden. Aber heute haben wir halt tatsächlich einen weiterentwickelten und einen sicheren Berechnungsalgorithmus. Also die ganzen Standards, die im Hintergrund ablaufen, sind halt deutlich moderner und natürlich auch sicherer und heute auf dem neuesten Stand. Wir haben kleinere Stückelungen im Nennwert. Bei uns der OneCoin aktuell bei 1,55 € ist natürlich einfacher nutzbar im Vergleich zum Bitcoin heute, der etwa bei 280 Euro sich bewegt. Ja. Die One Exchange, wir haben eine zentrale Handelsplattform und die erreicht natürlich eine hohe Liquidität für den Handel und im Gegensatz zu den verschiedenen Bitcoin-Börsen ist das natürlich auch eine deutliche Verbesserung. Bei Bitcoin gab es noch nie eine einheitliche oder zentrale Handelsplattform. Das hat sich immer alles nur auf kleineren Börsen wurde das vollzogen und das ist natürlich für den Handel nicht so sehr attraktiv. Im Gegensatz dazu eine zentrale Handelsplattform, über das alles abgewickelt wird natürlich schon. Ja. Im Hintergrund ein qualifiziertes Management-Team, die akquiriert auch die Handelspartner und platziert OneCoin selbst als Marke. Muss man also als Einzelner natürlich gar nichts dafür tun. Das besorgen die entsprechenden Fachleute schon im Hintergrund. Ja. Und wichtig natürlich auch, OneCoin ist noch im Frühstadium der Entwicklung, denn die Herstellung und Meinung habe ich am Anfang schon kurz angedeutet. Die begann ja erst am 20.01.2015, also diesen Jahres, in Deutschland und ist daher natürlich hochinteressant für Investoren gerade. Ja. Und bei Bitcoin hingegen ist das Ganze natürlich schon längst vorbei im Prinzip. Schauen wir uns mal an, die Success-Story, also die Erfolgsstory von Bitcoin, wenn Sie hier mal schauen. Natürlich die Anfangsjahre war da natürlich kaum Bewegung, ja, weil das hat natürlich auch noch niemand gekannt. Ja. Das war was völlig Neues, eine digitale Währung, ja, ursprünglich auch eher gedacht so als Geld für Internetspiele etc. Da waren die ganzen Handelspartner natürlich noch nicht da. Da hat sich der Kurs natürlich auch kaum bewegt. Ja. Erst im Laufe der Zeit, in den nächsten Jahren, dann ist da ein entsprechender Hype entstanden und der Kurs ist sogar raufgegangen auf 1.203 Dollar von ursprünglich 10 Cent. Das ist natürlich eine gewaltige Steigerung. Ja. Die Menschen, die ganz am Anfang dabei gewesen sind, das waren rund 380 Familien. Die sind dann natürlich heute mehrfache Multimillionäre. Und es gibt ganz unterschiedliche Stories dazu, die im Internet auch kursieren. Kann man auch selbst mal recherchieren, wenn Sie wollen. Dr. Google kennt sich da gut aus.
Eine Story kursiert immer von einem Norweger, ja, der hat mal für umgerechnet circa 27 Dollar Bitcoins gekauft und hat die auf die Seite gelegt. Ist ja klar, weil in der Anfangszeit gar nichts passiert ist, ja. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat er sich dann wieder daran erinnert, ja, und mal geschaut. Und dann waren seine Coins, hatten dann einen Gegenwert von 886.000 Dollar. Und davon hat er sich dann ein schönes Häuschen gekauft. Ja. Das ist auch offiziell im Guardian nachzulesen aus dem Jahr 2013. Also das mal zu der Entwicklung damals, ja. Und mal eine vorsichtige Prognose oder geschätzte Entwicklung bei OneCoin heute. Also der OneCoin ist gestartet mit 50 Cent und aktuell mit 1,55 € haben wir schon eine Verdreifachung des Kurses erzielt innerhalb weniger Monate. Und die vorsichtige Prognose geht eher auf den 3-Jahres-Zeitraum berechnet auf 100 €, dass der Kurs also ansteigt auf 100 €. Und wenn wir nur das Basisszenario annehmen, dann ist es eine Steigerung von 50 €. Ja? Aber gegenüber heute 1,55 € ist es ja immer noch gigantisch. Ja? Okay, wo platzieren wir uns als Firma OneCoin? Und aktuell sind wir auf dem zweiten Platz. Kann auch wieder jeder nachlesen unter www.xcoinx.com, die offizielle allgemeine Handelsplattform für Kryptowährungen. Bis vor 3 Wochen waren wir noch auf dem dritten Platz und jetzt aktuell Anfang August sind wir jetzt auf dem zweiten Platz vorgerückt mit weiterer Tendenz nach oben. Natürlich ist Bitcoin da der absolute Vorreiter noch mit einer entsprechenden Marktkapitalisierung, die wir natürlich in diesen kurzen Monaten noch nicht haben erreichen können. Aber wir sind feste dran, in festen Schritten haben wir jetzt schon den Platz 2 erobert und die Tendenz ist weiter steigend. Okay, eine weitere schöne Geschichte, die natürlich auch im Internet recherchierbar ist, ist der Happy Bitcoin Pizza Day. Ja, immer am 22. Mai jeden Jahres ist Happy Bitcoin Pizza Day. Und warum ist es so? Ein Amerikaner, der Laszlo heißt, der auch das selbst ins Internet gestellt hat, deswegen weiß jeder, wie der heißt, ja, bestellte am 22.05.2010 zwei Pizzen und hat die damals mit 10.000 Bitcoins bezahlt. Das war ja der Zeitpunkt, als das gerade dort begonnen hatte in 2008, 2009, ja, und keiner wusste, wo die Reise hingeht. Ja, es war ja noch gar kein reeller Gegenwert eigentlich zu bemessen. Ja. Deswegen, er hatte damals dann eine Pizzeria gefunden, die dort schon als Handelspartner registriert gewesen ist und es gilt so quasi als der erste offizielle Kauf, ja, mit so einer Kryptowährung, wahrscheinlich überhaupt der allererste Kauf. Ja. Damaliger Wert, so in etwa zurückgerechnet, 24 Dollar, ja, für diese zwei Pizzen. Aber wenn man jetzt halt heute mal betrachtet, wo der Kurs hingegangen ist, hätte er die Pizzen nicht gekauft, sondern hätte seine 10.000 Bitcoins noch, ja, dann würde das einem aktuellen Wert entsprechen von 2,8 Millionen Euro und zum Höchststand, ja, sogar 12 Millionen Euro. Aber selbst wenn man den aktuellen Wert nimmt, dann weiß man, wo da die Reise hingehen kann mit diesen Kryptowährungen und warum wir sagen, der Kryptowährung als solches gehört die Zukunft. Okay, 5 Begriffe gibt es bei jeder Kryptowährung, die Sie zumindest mal gehört haben sollten. Das ist auch gar nicht so arg schwierig, aber wie gesagt, sollte man einfach zumindest mal gehört haben. Für den ersten Teil hier in der Grundinformation sage ich Ihnen nur ganz kurz was dazu und wer möchte, dann im zweiten Teil in der Vertiefung gehen wir da noch ein bisschen näher drauf ein. Ein sogenannter Token, das gibt es bei jeder Kryptowährung, das ist vom Englischen abgeleitet Marke. Ja, also Sie brauchen zunächst mal eine Marke, um diesen ganzen Rechenbetrieb in Gang zu setzen, der letztendlich zu einem One-Coin oder zu einer neuen Geldeinheit, kryptischen Geldeinheit führt, müssen Sie erstmal in Gang setzen mit so einer Marke. Ja. Sie brauchen dann unterschiedliche Anzahl an Tokens, die Sie in den Prozess eingeben und damit startet quasi das Ganze. Ja. Das nennt sich Token vom Englischen
Marke. Können Sie sich so vorstellen, ja, Sie nutzen damit bestehende Ressourcen. Das ist halt so ähnlich, wie wenn Sie Ihren Einkaufschip nehmen, ja, und gehen an einen Einkaufswagen, der noch angekettet ist, ja, und wenn Sie den Chip eingesetzt haben, ja, dann können Sie den Einkaufswagen nutzen. Und so ist es hier, wenn Sie Tokens eingesetzt haben, dann können Sie die Rechenleistung nutzen, die letztendlich zu diesen Coins führt. Ein Split, das ist angelegt an das Aktiensplitting. Auch ganz kurz vielleicht zur Information. Ein Beispiel, Sie würden sich jetzt Aktien kaufen wollen. Ja? Sie haben 100 € zur Verfügung und sagen, ich kaufe mir oder möchte mir gern Siemens-Aktien kaufen als Beispiel. Ja? Siemens gefällt mir gut, denke ich, und da kaufe ich mir Aktien und der Aktienkurs wäre jetzt aktuell 50 € für eine Aktie, dann können Sie für Ihre 100 € zwei Aktien erwerben. Würde jetzt der Kurs ansteigen auf circa 100 €, nur als Beispiel, dann gehen die Unternehmen oft her und sagen, na, 100 € ist mir für den Neuanleger, Neueinsteiger als Wert einfach zu hoch. Wir wollen lieber, dass der Kurs offiziell bei 50 € wäre, ja, dann ist der zumindest optische Anreiz größer, sich Aktien zu kaufen. Dann wird ein sogenannter Aktiensplit vorgenommen. Das heißt, der Kurs wird wieder halbiert von 100 € runter auf 50 €. Und damit für den Anleger, der schon Aktien besitzt, kein Nachteil entsteht, erhält der die doppelte Anzahl seiner bisherigen Aktien. Das heißt, wenn Sie damals dann eben zwei Aktien gekauft haben, zum Kurs von 50 €, der würde steigen auf 100 und dann wieder gesplittet auf 50, würden Sie dann für Ihre zwei Aktien dann vier Aktien bekommen. Der große Vorteil ist, wenn danach der Kurs wieder ansteigt, dann steigen halt bei Ihnen vier Anteile, also vier Aktien und nicht nur wie vorher zwei. Das heißt also, für den Anleger entsteht dadurch kein Nachteil, sondern eher ein kleiner Vorteil. Das ist ein sogenannter Split. Dann das Mining, das ist entlehnt aus dem, auch hier aus dem Bergbaubereich. Das, letztendlich heißt das Mining nichts anderes wie, das ist der komplette Weg vom Einsatz des Tokens, ja, bis letztendlich über verschiedene Rechenwege dann der OneCoin entstanden ist. Der ganze Prozess ist das sogenannte Mining, für so lange oder bis eben diese neue Geldeinheit entstanden ist. Kommt wie gesagt aus dem Bergbaubetrieb, ja, die Leute halt in den Berg hinein mussten, ja, und oder wird ja heute zum Teil auch noch gemacht, ja, um die Bodenschätze direkt dort rauszuholen. Und der ganze Prozess, wie gesagt, auch im digitalen Bereich wird Mining genannt. Der vierte Begriff ist der sogenannte Schwierigkeitsgrad. Ja, bei einer Kryptowährung sind es ja mathematische Berechnungsvorgänge im Hintergrund, die dort ausgeführt werden müssen, um zu einem jeweilig richtigen Ergebnis zu kommen. Immer wenn ein richtiger Weg gefunden ist, auf das richtige Ergebnis zu kommen, dann wird dieser Rechenweg belegt und auch für die Zukunft quasi gesperrt und daraus entsteht dann eine neue Währungseinheit. Und da diese Rechenprozeduren und Rechenprozesse auf Dauer gesehen immer schwieriger werden, um aufs richtige Ergebnis zu kommen, deswegen steigt dieser sogenannte Schwierigkeitsgrad, der dort bemessen wird, ja, bei den Kryptowährungen. Und dieser Schwierigkeitsgrad, dieser steigende Schwierigkeitsgrad führt letztendlich auch dazu, dass der Kurs insgesamt steigt. Nur, dass Sie das mal gehört haben. Und was ist OneCoin? OneCoin ist letztendlich die neu entstandene Krypto-Geldeinheit oder neue Währungseinheit. Kann man auch sagen, das ist das Bargeld, ja, das neue Bargeld, was entstanden ist. Also diese fünf Begriffe sollten Sie zumindest mal gehört haben. Okay, schauen wir uns kurz an die Verdienstmöglichkeiten mit OneCoin. Wie geht es los? Basis der Verdienstmöglichkeiten bilden immer verschiedene Einstiegspakete in unterschiedlichen Größenordnungen und je nach diesen Einstiegspaketen bekommen Sie eine bestimmte Anzahl an diesen Tokens, also diese Marken, die Sie brauchen, um die Prozesse in Gang zu setzen und die können Sie ganz unterschiedlich und variabel einsetzen. So, schauen wir uns kurz die Einstiegspakete an. Es geht los mit dem sogenannten Starterpaket. Das
kostet 100 Euro, bewusst auch günstig gemacht, damit auch wirklich jeder einsteigen kann. Für diese 100 Euro bekommen Sie das Zehnfache, also sprich 1000 Free Tokens. Wissen Sie vielleicht noch von vorhin, mit den Tokens wird letztendlich der gesamte Mining-Prozess ja in Start gebracht. Also deshalb braucht halt oder muss in so einem Einstiegspaket natürlich auch eine gewisse Anzahl an Tokens vorhanden sein. Hier haben wir noch eine Tabelle, das sehen Sie noch, die sogenannten AGC, das sind die Aurum Gold Coins. Automatisch wird halt auch physisches Gold für Sie hinterlegt in einem Tresor in Dubai. Das wird gemacht, um die Währung zu stützen. Ja. Es gibt dann als zweites ein sogenanntes Trader-Paket, das kostet 500 Euro und das Zehnfache, also sprich 5000 Free Tokens dabei. Dann haben wir das Pro-Trader-Paket, 1000 Euro, also 10.000 Tokens. Das Executive-Trader-Paket für 3000 Euro beinhaltet dann dementsprechend 30.000 Free Tokens und das Tycoon-Trader-Paket kostet 5.000 Euro und hier bekommen Sie nicht nur in Anführungsstrichen die Zehnfache, die 50.000 Token, sondern nochmal zusätzlich 10.000, also insgesamt 60.000 Free Tokens. Ja. Eine Anmerkung noch ganz kurz, das steht hier unten. Einmalig sind 30 Euro fällig. Das ist die sogenannte Aktivierungsgebühr für den gesamten Account, für das gesamte Backoffice. Das zeige ich Ihnen nachher noch kurz. Und das ist aber wie gesagt nur ein einziges Mal fällig. Ja. Okay, speziell für Investoren und Kapitalanleger wurde jetzt ganz neu noch ein weiteres Paket geschaffen, das sogenannte Premium Trader Paket. Das sind 12.500 Euro. Und was sind die wesentlichen Vorteile dieses Paketes? Sie bekommen 150.000 Free Tokens dafür. Sie haben automatisch zwei Splits, so wie auch im Tycoon-Paket. Also noch ganz kurz zu den zwei Splits. Das sind also dann letztendlich nicht 150.000 Tokens, sondern 600.000 Tokens, nachdem die zwei Splits vollzogen sind. Das Ganze geht sofort ins Mining. Sie haben keinerlei Wartezeiten. Es ist grundsätzlich ein Token weniger zu entrichten. Der aktuelle Kurs dafür sind 16 zu 1. Das heißt, jemand, der dieses Premium Trader Paket hat für 12.500, muss nicht 16.000 Token einlegen, sondern nur 15, die letztendlich zu einer OneCoin führen. Und Sie bekommen 250 Aurum Gold Coins dazu. So, was ist letztendlich möglich? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage und jetzt, das erschlägt vielleicht zunächst mal diese Grafik und trotzdem ist sie sehr hilfreich. Wir haben jetzt hier oben mal, sehen Sie die einzelnen Pakete farblich unterschieden. Hier ist das Starterpaket für 100 Euro bis hoch zum Tycoon mit 5000 Euro und hier sehen Sie, was die Pakete kosten, was ich Ihnen gerade gesagt habe, inklusive dieser Tokens und mit dem jeweiligen Split. Die Pakete bis zum Executive haben einen Split, ja, und ab dem Tycoon-Paket ja sogar zwei Splits, also nochmal eine Verdopplung. Und da sehen Sie dann die letztendliche Anzahl an Splits. Was habe ich letztendlich für einen Gegenwert? Ja? Und das hängt natürlich immer ab vom einzelnen Kurs. Die Folie ist zwar schon etwas älter, weil hier haben wir noch ein Umtauschverhältnis von 12 zu 1. Und ich habe Ihnen gerade gesagt, aufgrund des jetzt schon wieder erhöhten Schwierigkeitsgrads auf 16 zu 1 ist es natürlich, sind die Zahlen etwas anders da. Aber für den ersten Überblick genügt es auch hier, weil jetzt in Abhängigkeit von einem Kurs, aktuell sind wir bei 1,55 €, dann können wir hier mal schauen, bei einem Kurs von 1,50 € haben Sie im Starterpaket quasi schon einen Gegenwert von 250 Euro. In dem Pro-Trader-Paket des Tausender haben Sie einen Gegenwert von 2.500 Euro und bei dem Tycoon-Paket wären das sogar 30.000 Euro. Wie gesagt, annähernd. Es gibt dafür ein separates Tool, wo man das natürlich ganz genau berechnen kann, aber für den ersten Überblick genügt es. Und wenn Sie jetzt mal schauen, hier ist einfach eine Fortführung des Kurses, wenn der sich weiterhin nach oben entwickelt. Und
Die vorsichtige Prognose habe ich Ihnen ja vorher gezeigt, auf 3 Jahre wären 100 Euro. Und wenn Sie jetzt mal schauen, selbst mit dem 100er Paket, ja, wenn der Kurs auf 100 Euro steigt, wäre da ein Gegenwert von etwas über 16.000 Euro. Und beim Tycoon-Paket wären das sogar 2 Millionen, ja, wenn der Kurs tatsächlich auf 100 Euro hinaufgeht, wobei die Prognose ja eher noch vorsichtig ist, weil Sie haben gesehen, bei Bitcoin waren das sogar 1200. Ja. Also deshalb, das ist wohl eher zurückhaltend. Und bei unserer Basisprognose mit 50 Euro wäre das im Tycoon-Paket auch da schon 1 Million aus Ihren 5000 Euro. Und ich denke, solche Prognosen, ich bin langjährig in der Finanzbranche tätig gewesen, ich glaube, da müssen Sie heute lang suchen, bevor Sie ein Unternehmen finden mit diesen Zukunftsperspektiven, bei dem Sie günstig, in welcher Richtung auch immer, einsteigen können. Ja. Und deswegen ist es einem meiner Lieblingsfolien, weil es halt sehr deutlich zeigt, wo die Reise hingehen kann. Verdienstmöglichkeiten mit OneCoin gibt es letztendlich drei unterschiedliche Arten. Sie können einfach passiver Teilnehmer sein, ja, indem Sie einfach als Geld- und Kapitalanleger agieren, Entschuldigung, ohne dass weiter was passiert. Sie können aktiver Teilnehmer sein ohne Teamaufbau, indem Sie einfach noch zusätzlichen Handel betreiben, weil Sie können die Tokens handeln, Sie können die Coins handeln, Sie können die Aurum Gold Coins auch separat handeln. Also da gibt es noch zusätzlichen Spielraum für die, die das tun wollen und sich dort noch weiter austoben möchten. Und es gibt letztendlich natürlich die Gelegenheit, hier einen Geschäftsaufbau zu betreiben mit einem entsprechenden Teamaufbau, so wie Sie das wünschen. Keiner muss, jeder kann nach seiner Fasson hier aktiv werden oder auch nicht. Kurze Beispiele beim passiven dabei sein, ja, ohne Teamaufbau habe ich Ihnen ja vorher schon in der Folie gezeigt. Beim Pro-Trader-Paket für 1000 Euro haben Sie ja rund 2000 Coins und wenn der Wert entsprechend steigt, haben Sie einen entsprechenden Gegenwert. Selbst bei 20 Euro Kurs hätten Sie schon 40.000 Euro Gegenwert. Und dann haben wir ja vorhin gesehen, wo die Reise dann eben hingehen kann bei einer Maßgabe von 100 Euro in 3 Jahren oder mehr. Den Handel lassen wir jetzt weg, das wäre dann zu kompliziert und auch zu weit in die Tiefe gehend. Das muss dann separat behandelt werden. Ja. Schauen wir kurz hier auf den Geschäftsaufbau. Wer sich engagieren möchte, wer gerne in und mit einem Team arbeitet, der hat natürlich auch bei OneCoin beste Voraussetzungen, weil allein auch schon der Begriff Kryptowährung, ich denke, das war bei Ihnen vermutlich genauso, weckt alleine schon Interesse. Was ist das? Was verbirgt sich dahinter? Etc. Es gibt entsprechende Provisionen. Wir wollen im ersten Teil das auch nicht näher ausführen. Es gibt noch einen zweiten Teil, eine Weiterführung, eine Vertiefung in einer Art Workshop, auch in etwa 30 Minuten. Und da erklären wir dann noch mal ganz genauer diese einzelnen Provisionen, die es dann gibt, wenn Sie tatsächlich Aufbau betreiben wollen. Selbst für einen Kapitalanleger ist die einzelnen Bonifikationen natürlich nicht sehr wichtig, aber auch für einen Kapitalanleger ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die das Geschäft nach vorne bringen und letztendlich dafür sorgen, dass der Kurs natürlich auch nach oben geht.